Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Verena. Ich bin Freundin der Sprache. Ich bin Liebhaberin des Deutschen. Und ich forsche am lebenden Objekt, am sogenannten Schüler. Aus diesem Grund habe ich euch heute Abend meinen Wortschatz mitgebracht. Eine ganze Kiste voller wunderbarer Wörter und Wendungen. Und ich möchte in den nächsten 10 Minuten mit euch zusammen ein bisschen in diese Kiste hineinschauen und mal gucken, was da für wunderbare Sachen drin sind. Ich mache die Kiste mal auf, guck mal da rein und da drin sind zum Beispiel Komposita. Komposita sind einfach Wörter, die aus 2 Wörtern, die es vorher schon gab, zusammengesetzt wurden. Zum Beispiel Treppe, Haus, Treppenhaus, Wortschatz, Wortschatz. Es gibt verschiedene Arten von Komposita. Zum Beispiel gibt es voll motivierte Komposita. Das heißt, wir können aus den einzelnen Elementen eines Wortes eindeutig auf die Bedeutung des Wortes schließen. Und es gibt teilmotivierte Komposita. Das bedeutet, wir können aus den einzelnen Komponenten des Wortes nicht eindeutig auf die Bedeutung des neuen Wortes schließen. Soweit der Theorieteil. Ich illustriere das mal an einem Beispiel. Ein Beispiel für ein voll motiviertes Kompositum. Was alle hier im Raum kennen, ist der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ja? Man nimmt einfach alle einzelnen Teile dieses Wortes, setzt sie zusammen und weiß, worum es geht. Ein zweites Beispiel habe ich gefunden, das fand ich sehr schön. Das Wort des Jahres 1999, prämiert von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Dieses Wort hieß Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgabe, Übertragungsgesetz. Also auch bei diesem Wort bleiben zumindest im linguistischen Sinne keine Fragen offen. Ich habe ein drittes Beispiel. Kennt jemand im Publikum dieses Gerät? Okay, ich komme dann zur nächsten Folie. Das können wir überspringen. Also das ist ein Gerät, das habe ich bei einem namhaften schwäbischen Haushaltswarenhersteller gefunden. Man setzt diesen Metallkegel auf sein Frühstücksei, hebt die Kugel hoch, lässt die Kugel fallen. Durch den Aufprall entsteht eine Bruchkante rund um das Ei herum, anhand derer man dann sein Frühstücksei bequem köpfen kann. In unserer deutschen Wohlstandsgesellschaft darf das in keinem Haushalt fehlen. Wenn man jetzt mal schaut, wie der Hersteller das genannt hat, stellt man fest, dieses Gerät heißt Eierschalensäurestellenverursacher. Jetzt kommen wir zu teilmotivierten Komposita. Wenn man beide Teile des Wortes kennt, aber nicht die Bedeutung des Ganzen, kann es verschiedene Möglichkeiten geben, wie man diese Teile interpretiert. Leichter wird's, wenn man das visualisiert. Ich habe eine Visualisierung für euch mitgebracht. Meine Frage ist gleich einfach auf dem Bild. Welches Wort ist da dargestellt? Wer es als erstes weiß, darf es einfach reinrufen. Was ist das hier? Eine Arschgeige, genau. Dankeschön. Bei teilmotivierten Komposita ist es so, dass wir eigentlich denken, es ist eindeutig und selbstverständlich, was die Bedeutung dieses Wortes ist. Das liegt aber nur daran, dass die konventionalisierte Bedeutung für uns so selbstverständlich ist, dass wir sie nicht mehr hinterfragen. Anders ist das bei Leuten, die Deutsch erst neu lernen oder auch bei Kindern, die noch nicht so einen großen Wortschatz haben. Deswegen lautet die Frage, der wir heute Abend nachgehen wollen, welche Wortbedeutung erschließen sich Kinder, die nur die einzelnen Elemente eines Wortes kennen und daraus versuchen, für sich selber die Bedeutung des ganzen Wortes zu konstruieren. Um der Frage nachzugehen, habe ich ein paar meiner Lieblingswörter aus dieser Schatzkiste geholt und habe die Kindern vorgelegt, der Klassen 1 bis 3, und habe gesagt, malt doch mal dieses Wort. Arschgeige habe ich nicht dazu gerechnet. Sackgesicht auch nicht. Da kriege ich ja Ärger mit den Eltern. Das ist auch gut so. Genau, also nachdem wir heute schon viel gesungen haben bei den beiden vorherigen Slammern, kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin, dem Malen. Auch hier habe ich euch wieder ein Bild mitgebracht. Das hat ein Kind gemalt. Und auch hier ist die Frage an das Publikum. Ich gehe ein Stück zur Seite. Wer weiß, was das ist, kann es reinrufen. Also wir sehen hier eine Wiese. Dann sehen wir hier Augen. Die Augen haben auch noch relativ spitze Zähnchen vorne dran. Und die grasen auf dieser Wiese. Ich hab da schon was gehört. Nochmal laut, bitte. Eine Augenweide. Genau, vielen Dank. Das ist die Augenweide.
So, ich habe doch mal in einer sicheren Quelle nachgeschaut, was das wirklich ist. www.duden.de, da könnte man zum Beispiel auch Ehrenkäsig nochmal nachschlagen, wenn man will. Augenweide, die ist ein sehr schöner ästhetischer Anblick, den jemand oder etwas bietet. In der Ansicht der Kinder könnte das auch. Eine Weide, die aus Augen besteht. Zurück, Augen, die auf einer Weide wachsen. Hier auch sehr schön, das Augengeweine, ne? Schüler aus der dritten Klasse. Wir wissen ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hat der Schüler mir erklärt, hier, Frau Roth, guck mal, ich habe da so Tränen gemalt, die sind an den Augen. Dann kommt da so Wind, der pustet die Augen zur Seite und so. Ja, schade. Ja, aus der gleichen Kategorie, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, haben wir hier das Augeweide. Der Schüler brachte mir so ein Bild, sagte, hier, Frau Roth, ne, ich habe das Geweih gemalt und so. Da habe ich gesagt, prima. Wo ist die Weide? Ja, da habe ich doch gemalt, das Geweih. Ne? Ich bin total viel Mühe gegeben, hier ganz schön ganz groß. Gut, hast du das gemacht. Möchtest du nicht noch die Weide malen? Ja, ja, habe ich doch hier und so. Dann habe ich das verstanden. Alles klar. Okay, welches Wort ist das? Ja, da, ich habe schon gehört. Dann nochmal laut. Anschlag? Nee, ich habe was anderes vorhin schon gehört. Von hier? Ein Armleuchter, genau, dankeschön. Das ist ein Armleuchter. Das ist also im herkömmlichen Sinn ein Leuchter mit mehreren Armen oder eben auch ein salopper Ausdruck für ein Schimpfwort. Die Schüler haben sich gedacht, ein Armleuchter ist ein Arm, der eine Lampe hält, ein Mädchen aus Klasse 3. Die war auch schon echt ziemlich pfiffig unterwegs und hat gesagt, Leuchter ist ja Mehrzahl. Deswegen stehen hier schon 3 im Regal, ne? Und dann kommt hier noch einer und stellt einen dazu. Ja, dann haben wir noch Lampen als Hände. Wir haben leuchtende Accessoires, die am Arm getragen werden. Und das ist mein absoluter Favorit, das ist der Star Wars Armleuchter. Okay, was haben wir hier? Ein Ohrensessel, dankeschön. Ein Ohrensessel, erklärt uns der Duden, ist ein Sessel mit hoher Rückenlehne, an der seitlich Kopfstützen angebracht werden. Vielleicht ist es aber auch ein Sessel, der in einem Ohr steht. Ein Ohr, das in einem Sessel sitzt. Ein Sessel mit Ohren. Ein Ohr als Sessel. Keine Ahnung. Okay, was haben wir hier? Das ist nicht Kaspar Melcher oder Balthasar, auch wenn wir in Köln sind. Das ist ein Buchhalter. Ein Buchhalter ist jemand, der die Geschäfts- oder Rechnungsbücher eines Betriebes führt. Vielleicht ist es aber auch ein Stehpult oder ein Gegenstand, der ein Buch auf einer bestimmten Seite offen hält oder eine Buchstütze, ein Buchständer oder auch ein Bücherregal. Noch ein letztes Wort, was ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. Wer weiß es? Ein Pantoffeltierchen, genau. Ein Pantoffeltierchen ist eigentlich ein in seiner Form an einem Pantoffel erinnerndes Wippertierchen. Wikipedia gibt uns ein schönes Bildzitat dazu. So sieht ein Pantoffeltierchen unter dem Buch aus, unter dem Mikroskop aus. Ich dachte, klarer Fall, ne? Alle Schüler malen das da. Dachte ich mir so. Wir haben ein Pantoffel als Tier. Wir haben ein Tier, das aussieht wie ein Pantoffel. Wir haben ein Tier, das in einem Pantoffel wohnt. Wir haben ein Tier, das Pantoffel anhat, dafür fehlt ihm der Kopf, aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben ein Tier, das mir die Pantoffel bringt, mag ich auch sehr, sehr gerne. Der Schüler kam sehr stolz zu mir und sagte, Frau Ruhe, guck mal, ich habe das Kartoffeltierchen gemalt. Der Sitznachbar hat nur die Kartoffel gemalt. Wir haben noch ein Tier, das einen Pantoffel auskackt. Und ja, der Schüler sagte, ne, das Gelbe ist der Pantoffel und das Graue ist der Elefant, der wohnt in dem Pantoffel. Da habe ich gesagt, das musst du nochmal dran schreiben. Genau, Fazit. Was lernen wir daraus? Was nehmen wir für heute mit? Wörter sind in ihrer Bedeutung längst nicht so eindeutig, wie wir als geübte Sprachhandelnde oft denken. Und Kinder finden kreative Möglichkeiten, sich den Sinn dieser Wörter zu entschließen. In diesem Sinne und vor diesem Hintergrund bitte ich euch alle, jetzt nochmal für eine Sekunde zu überlegen, was man sich alles vorstellen kann unter einem Käseigel. Vielen Dank.